Okay. Wir sind in RimWorld. Ich hole mir jetzt einen Energy Drink. So, ich hole mir jetzt einen Energy Drink, Leute, und dann geht's hier los mit RimWorld. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Ich bin wirklich gespannt auf RimWorld. Okay, so, warte. Ich hole mir ganz kurz. So, habe ich eigentlich noch was zu knabbern hier oder so? Erstmal muss ich hier diese Schlappen ausziehen. So. Ich beiß kurz in dieses Stück Kuchen. Ich bin gerade in der Küche, esse Stück Kuchen. Ich komme gleich wieder. Okay. Stück Kuchen ist gegessen. Später muss ich mir noch Baguettes machen. Also, ich habe 2 Energy Drinks. Wir schauen jetzt mal, welchen von den beiden soll ich zuerst trinken? Sind 2 irgendwelche so billig Energy Drinks, so richtige billig Energy Drinks. Einer. Lass mal gucken, wie viel Koffein hat er drin? Sieht man das irgendwo? Koffein 0,032%, aber steht da nicht die Menge drin irgendwie? Okay, sehe die Menge nicht. Naja, wird schon klappen. Ist ein ganz normaler Energy Drink. 23 Milligramm pro 100 Milliliter. Okay, und dann habe ich noch einen Energy Drink. Und der schmeckt nach Grapefruit. Ich glaube, wir trinken erstmal den normalen. So, und wir überlegen uns jetzt mal, oder ihr überlegt euch jetzt mal, wie ich das hier spielen soll. Streckt ihr den Energy mit Wasser, hilft länger. Echt? Okay, ich trinke jetzt einfach mal. Also das ist so ein typischer Energy Drink, der mir nicht schmeckt. Also der schmeckt halt wie ein ganz normaler Energy Drink. Also so wie die meisten schmecken. Ist nicht so mega geil. Matteo stellt die Auflösung auf 16:9. Ach so, ist es nicht hier eingestellt von Anfang an oder was? Fullscreen, UI Scale. Was ist das hier? Ist das hier, kann man das nicht auf 16:9 stellen? Ah ne, da. Wo ist denn hier normal? 1000. Hä? Warum sehe ich die nicht? Wo ist denn 1080p? Hä? Ah, da. Ups. Keep. Close. Okay, geil. Vollbild. Ah. Was? Drücke nun Quit to OS Oberfläche Spielstart. Warum soll ich denn das jetzt drücken? Streamtitel ändern. Ich glaube, Maurice hat das schon gemacht. Maurice hat es schon eingestellt. Also was sollen wir jetzt drücken? Wo fangen wir an? Soll ich jetzt Tutorial spielen oder was? Oh je, das kann was werden, Leute. Ja, das wird... Ihr wolltet das! Deutsch oder Englisch, Chat? New Colony, Matteo. Okay, wir drücken New Colony. Choose Scenario. Crash landed. 3 Crash landed Survivors. The Classic RimWorld Experience. Lost Tribe. 5 Lost Tribes People Attempt to Rebuild... Difficult. The Rich Explorer. 1 Rich Explorer out to experience the universe. Extra difficult. Ich würde einfach sagen, wir machen Crash Landed, oder? Okay.
Okay, wir machen Crash Landed. Okay, gut, Chat. Wir machen Crash Landed. Dann muss ich irgendwas aussuchen noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Next. Choose AI Storyteller. The AI Storyteller creates events like pirate raids, resource drops or animal attacks. Their choices will affect the story of your colony. You can change these settings at any time. Okay, gut. Dann gibt's hier Cassandra Classic. Cassandra creates story events on a steadily increasing curve of challenge and tension. Okay. Ich will keinen Permadeath Mode. Chillax. Cassandra Classic soll ich nehmen. Ah ne, Phoebe. Phoebe Chillax gibt's hier auch. Okay, was soll ich nehmen? Phoebe oder. Hä, ich kann sie gar nicht switchen. Achso, sie ist Cassandra Classic. Sie ist Phoebe Chillax. Okay. Ich soll Cassandra nehmen. Okay, gut. Next. Achso, dann muss ich das hier auswählen, oder was? Okay, was für eine Schwierigkeit nehme ich dann? Some challenge. Four players on the first game or casual players who will, was? Who still want a challenge. For players on their first game. Ja, dann ist das genau meins. Okay, Seed machen wir Bondra. Mal gucken, ob da irgendwas rauskommt. Globe Coverage. Das heißt, the planet is always the same diameter, but since it's far larger than needed for play, we don't generate the whole surface because it can take very long time. This is the percentage of the surface that you want generated. Okay, lass ihn einfach mal so. Und dann einfach Generate drücken, oder was? Okay, Generate. Okay, das baut jetzt eine Welt. Leute, die sagen, Energy schmeckt nicht, ihn aber dann doch genüsslich trinken. Ja, ich trinke den, also er schmeckt nicht scheiße oder so, aber ich bin kein Fan davon. Also ich trinke den jetzt mehr, weil ich wach werden will. Okay, was mache ich jetzt? Am besten ist Wald und warm, würde ich sagen. Okay. Also ich kann mir aussuchen, wo ich runterkomme oder was. Also Wald ist scheinbar hier so, oder wie? Select random site. Okay. Terrain flat. average temperature 18 Grad, klingt gut. Winter temperature 4,9 Grad, klingt eigentlich auch ganz gut. Summer 31,3 Grad, klingt auch ganz gut. Growing Period, okay, September, April, May, okay, keine Ahnung, es klingt ganz gut, kein Swamp, ist es hier Swamp? Temperate Swamp, oh scheiße. Boreal Forest. Average temperature minus. Nee, das ist zu kalt. Temperate. Nee, das ist auch zu kalt. Auch zu kalt. Auch zu kalt. Das. Temperate Forest. Flat. Temperaturen sind angenehm. Growing period ist sehr viel. Oh, das ist ja richtig geil. Rainfall, okay. Okay, das will ich. Können wir das nehmen? Auf die Welt klicken.
Fuck, was habe ich jetzt gemacht? Warum ist die Anzeige weg? Warum ist die... Hilfe! Ah, da. Fuck. Okay. Okay, wir haben den ersten leer getrunken. Ultra Backseat Chat activated. Zoom! Mausrad, Zoom! Okay, wir zoomen. Wie kann man hier mit. Ah, man kann hier auch rum. Ah, geil. Guck mal hier. So, ich will was mit. Wo richtig viel angebaut werden kann. Also, wo man irgendwie 50 Tage von 60 oder 60 von 60 Tagen anbauen kann. Das will ich. Gibt's das hier nirgendwo? Klick auf Advanced und stell die spielbare Karte noch größer. Advanced. Spielbare Karte. Large. Jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas geändert habe. Mann, ich will doch einfach nur hier ein gutes Level haben. Random. Random, random, random. Das eine war doch schon geil, was ich hatte. Warum habe ich nicht genommen? Das war, hatte 40 von 60 Tagen. Das war richtig geil. Ach, year round ist komplett, ne? Hier, das. Growing period, year round. Wo bin ich jetzt gerade? Temperate Forest. Wir nehmen das hier. Das ist geil. Ist richtig warm. Sandstone, Marble and Granit. Flat, year round, yes, yes, yes. Time zone minus 2. Average disease frequency 1,3 per year. Okay. Okay. Next. So, jetzt. Nicht flat, was? Grün und bergig. Das ist okay. Okay, so, das sind jetzt meine Leute, die ich habe, oder was? Left behind. Okay. GUI. Ja, ist es sein Name? Gamma Gui Seaman. Ist das der Name von dem? Joywire Artist, Gardener und Tactician. Okay, kann ich jetzt hier aussuchen oder was? Flat ist halt keine Defense. Nimm etwas mit Bergen. Das, was? Das ist jetzt wichtig. Deutsche Sprache ist gleich leichter mit SCH. Steine brauchst du auch, Matteo. Okay, ich muss erstmal reinkommen in das Spiel. So, also, jetzt kann ich hier die Leute aussuchen. Was heißt denn das Fire hier? Ist es, wie stark die dann leveln oder was? Also, das sind die Level, wie stark die, wie gut die da schon sind. Und das Fire heißt, wie gut die dann darin leveln oder was? Gain mal 2. Joy Gain. Also der ist geil in Shooting. Melee geht so. Social, oh je, ganz schlecht. Animals, Medicine. Das Feuer ist die Begabung dafür. Okay, genau, ihre Leidenschaft. Okay, nice. Cooking, Construction, Growing. Aber Growing ist der Scheiße. Construction, Growing ist hier ganz gut. Melee, Shooting. Wir haben ja voll die Shooter am Start. Feuer skillt schneller. Kleines Feuer, leichtes Talent, besseres Leveln, große Flamme, noch stärkeres Talent. Randomize, der ist kacke. Der Typ hier ist kacke. Randomizen. Randomizen. Was für Skills will ich eigentlich haben? Oh. Guck mal hier. Mining, richtig krass. Construction, richtig krass. Shooting, ja. Und Crafting. Aber ich hätte ganz gerne jemanden, der auch gut anbauen kann. Achte auf die Traits. Was sind die Traits? Wo sind Traits? Health, Relation, Traits. Physically dull. Teetotaler. Okay, das ist gut.
Sophie always says exactly what's on her mind, especially if it's bugging her. That tends to rub people in the wrong way. Sophia's mind is physically out of tune with others. She isn't as affected by psychic phenomena. Okay. Ist ja gar nicht so schlecht. Können wir die nehmen? Du brauchst mindestens auf jeden Fall einen, der gut kochen und gut Medizin kann. Also, kann Medizin 3, kochen 4. Ja, das würde ich erstmal behalten. So, dann machen wir Randomize hier. Was haben wir noch? Cooking. On Fire ist hier Cooking. Die hat voll die krassen Skills hier. Hat kaputte Augen. Was? Die hat kaputte Augen? Warum hat die kaputte Augen? Oder habe ich kaputte Augen? Die ist fast blind. Warum ist sie... Ah, was? Left Eye, Cataract... Whole Body, Go Juice, Addiction. Was ist ein Go? Ist sie abhängig irgendwie? Left Leg, Old Gunshot. Ach, was ist mit den Leuten hier los? Warum sind die alle so im Arsch? Was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja völlig mega komplex. Right Indexfinger torn off. Okay. Nose bite scar. What the fuck? Melee construction. Oh man, ey. Okay, medicine, cooking, on fire, growing auch gut, crafting gut, intellectual. No injuries. Klingt gut. Wife. Okay, keine Ahnung. Pyromaniac. Olaf loves fire. He will never extinguish fire. To relieve stress, he will occasionally go on random fire starting sprees. This happens more often if his mood is low. Das ist scheiße. Das ist ein Pyromane. Ich hab keinen Bock. Wie? Top-Top-Keeper? Kein Pyromane. Slowpoke. Olaf is always falling behind the group whenever he goes anywhere. Move speed, nur... Ja, ich will doch keinen Pyromanen bei mir haben, Mann. Tschüss. Du hast hier? Nein. Das ist vielleicht ganz geil. Steadfast. Patty is mentally tough and won't break down under stresses that would crack most people. Das ist gut. Lazy. Patty is a little bit lazy. Okay. Physically deaf. Patty's mind works on psychic frequency different from everyone else. She's just in affected by psychic phenomena. Psychic sensitivity minus 100%. Okay. Ich würde aber trotzdem nehmen. Die hat Medizin, hat die kleine Skills. Cooking, kleine Skills. Construction, kleine Skills. Shooting, voll die Power Skills. Animals. Was macht sie mit Animals? Taming, Training, Managing and... Hey, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Childhood, Mute. Adulthood, hat... Adulthood? Defector. Wollen wir die nehmen? Ja, nimm sie. Nehmen die, die kann schießen. Würde ich behalten. Nimm sie. Okay, wir nehmen sie. Okay, so dann hier zurück. Was war hier? Too smart. Russo is too smart for her own good. She learns everything much faster than everyone, but can be quite eccentric. Global Learning Factor plus 75%. Mental Break Threshold plus 12%. Hä, die will ich auch. Auch wenn die ein bisschen bescheuert ist und ein bisschen verrückt und so. Was ist das hier? Russo believes the human body is limited for a reason to her. Bionic body parts are unethical. Das heißt, wie die ist süchtig? Wer ist süchtig? Bekommst Probleme mit dem Entzug. Die ist auf Drogen. Was ist auf Drogen? Whole body, go... Achso, die ist... Okay, keine Drogenabhängigen bei uns im Camp. So, wen haben wir hier noch? Das sieht auch ganz nice aus. Growing is hot. Crafting. Intellectual. Medicine. Shooting. Keine Injuries. Hard worker. Geil. Careful shooter. Geil. Steadfast. Mental break threshold minus 9%. Okay, guck mal, die hier ist ganz gut bei Medicine und Cooking. Und die ist ganz gut bei Shooting, Growing. Und die hat voll viele Skills. Und jetzt brauchen wir noch hier einen, der richtig abgeht.
Wir suchen mal hier nochmal jemanden raus, der richtig abgeht. Oh, wer ist das? Greedy. Seth needs a really impressive bedroom. He gets a mood loss if he doesn't get what he wants. Okay. Kind. Seth is a nice person. He has a tendency to brighten everyone else's days and never insults others. Okay, das klingt gut. Hard worker. Der klingt auch ganz nice. Der hat cooking, on fire, construction, auch hot. Growing geht auch ab. Crafting geht auch ab wie die Sau. Der ist Level 14 Master. Und intellectual. Der dritte muss die Schwächen, die Schwächen ergänzen. Greedy, das passt zu Mental. Den könnten wir nehmen eigentlich. Okay, der ist schon 56? Und was ist denn das dahinter? Biologisches Alter 56. Warum haben die noch ein anderes Alter? Wurden die eingefroren oder was? Ach so, wie so Kryoschlaf oder was? Greedy ist nicht so wild. Mining zu niedrig insgesamt. Mining hat er 0. Mining haben wir hier 4, aber kann nicht gelernt werden. Und Mining haben wir auch 0. Okay. Aber die würde ich behalten. Die ist hot. Und die würde ich eigentlich auch behalten. Wir müssen ihn also austauschen. Wir brauchen hier jemanden, der Mining hat. Mining oder Mining mit On Fire, Animals, Medicine und Shooting. Oh, alkoholabhängig, nein. 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 Das heißt ein Frail. Torso 40 von 40, Frail, Moving minus 30, Manipulation minus 30. Ist eh kein Berg zu meinen da. Sprache ändern, no. In Klammern ist chronologisch. Nudist? Mining ist Wurst. Mental lernt so schnell. So, oh, was haben wir denn hier? Melee on fire. Growing on fire. Mining hot. Crafting, intellectual, was bringt uns das denn? Using logic. Gelernt schnell. Ist hier ein bisschen angeschlagen, ist aber nicht so schlimm. Ein bisschen lazy und auch Nudist. Wir haben richtig viele Nudisten bei uns, oder? Der Frail ist gebrechlich, der Typ ist 85. Okay. Amelie ist vielleicht nicht so super geil, oder doch? Construction zu wenig. Was sind denn die wichtigsten Traits? Also die wichtigsten Skills. Ich glaube, Artistik ist richtig egal. Oh, guck mal hier. Bam. Right Arm, Bite Scar, Old Gunshot. Okay, das ist egal. Die ist 40 Jahre alt. Biologisches, also chronologisches Alter 203. Mining hat sie, Artistic hat sie, Crafting hat sie, Intellectual hat sie. Medic, Growing am Anfang. Okay, Construction, Mining, Medicine, Crafting und Cooking. Okay, wird alles, ihr schreibt ja gerade alles rein. Medizin, Kochen, Bauen. Also, Medizin hat die 0, Kochen hat die 0, Bauen hat die ein bisschen was. Okay. Lass mal Medizin, lass mal jemanden suchen, der ein bisschen was... Weil die anderen beiden sind ja schon ganz gut. Medizin, Kochen, scheiße. Bauen, auch scheiße. Warum haben wir die überhaupt dabei? Hier Medizin. Okay, wir versuchen mal bei der 1 nochmal hier einen richtig krassen mit Medizin und Kochen rauszuholen. Da, Medizin, Kochen, Bauen. Also Kochen, Alter. Growing auch. Artistik auch. Und die überhaupt Megaskills. Okay, das hier ist sie. 18 Jahre alt. Asiatin. Yamanaka. Torso, Beizka, ist mir egal. Traits, Masochist. Okay. Fast Walker, geil. Trigger happy, pew pew pew. Irma just likes pulling the trigger. She's, was? She shoots faster than others, but less accurately. Okay. Okay. Wollen wir die nehmen? Weil die kann, also guck mal hier.
Die hat ja überall, die wird abgehen, wie die Sau. Ja, komm, Start. Ja, die ist gut. Okay. Sollen wir die benennen? Sollen wir da die Namen ändern? Sollen wir die aus dem Chat machen oder können wir später noch machen? Die Kolonisten nach Zuschauern benennen, Fragezeichen. Ja, okay, let's go. Let's go, okay. Wer wird hier unsere asiatische 18-jährige Masochistin von euch? Wer von euch im Chat ist Masochist? Refigix. Refigix. Okay, und was sind die Vornamen? Schreiben wir da drei Leute rein oder immer nur einen? Weil was sind denn die anderen Namen? Wo schreiben wir das rein? Keine Ahnung. Wo schreibe ich das denn immer? Nur der Vorname? Oder schreibe ich es in die Mitte? Nimm drei User. Okay, wir nehmen mal drei User. Okay, ihr setzt euch zusammen aus drei Leuten. Ihr seid Split Personalities. Okay, Shooting 64 ist aber. Also Shooting nehmen wir. So, dann, wen nehmen wir noch? Icewall Overcome. Icewall ist dabei. Icewall ist dabei. So, ihr seid immer drei Splitter. Man sieht später nur den Nickname. Und Safebee ist hier drin. So, da haben wir alle. So, jetzt hier. So, ihr müsst aber auch ergänzen dann. Samsung Jan. Samsung. Nee. Sung Jan. Dann Killmann ist am Start. Den kennen wir doch noch von. Warte. Den kennen wir doch noch von Darkest Dungeon. Und Bobson. Oder Bobson. So. So, dann brauchen wir noch zwei Leute. Skill Painter. Oh, das passt nicht mehr. Skill Painter. Du hast jetzt nur noch. Das reicht nicht. Skill Pain, du hast jetzt Skill Pain. Und Petrisch ist am Start. Petrisch. Ist das richtig geschrieben? Ne, mit SCH. So, ihr seid immer Triplets. Ihr müsst euch jetzt organisieren irgendwie. Wenn wir neue Leute dazu bekommen, werden die alle mit rein benannt. Was ist hier mit Left Behind? Keine Ahnung. Wir starten jetzt einfach. Generating Map. Skill Pain sollte Masochist sein. So. The three of you awake in your Cryptosleep. Warum denn Cryptosleep? Warum nicht Cryosleep? Aber okay, Cryptosleep. A sarcophagi to the sound of sirens and ripping metal. You barely get to the escape pods before the ship is torn apart. Sometime later you land on this unknown rim world. A piece of the shredded starship fall around you. You start making plans to survive. Okay. Wo sind wir? Wo sind die? Haben wir eine Map? Ah, da unten. So, okay. Also, wir sind jetzt hier. Was ist das? Kann ich es anklicken? Das Granit. Da ist ein Hund. Salty. Male. Was ist das? Male. Labrador. Red River. Healthy. Okay, Pause. Ah, mit Space ist Pause. Ach, geil, man kann hier pausieren. Geil, Mann. Leertaste ist Pause. Pause. Mendel, du kannst mit Space pausieren. Okay. Okay, ich habe irgendwie voll Bock auf dieses Spiel gerade. Oh Gott, es könnte sein. Wir müssen auf jeden Fall. Okay. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie jetzt hier so geregelt kriegen. Also, oben rechts ist das Tutorial. Oben rechts Learning Helper plus. Okay. Aber was mache ich denn jetzt hier? Erstens, Waffen aufnehmen. Zweitens, Supplies freigeben. X-te Weg. Drittens, Zone einrichten. Stockpile, Proviant und Trash.
Okay, ich muss erst, also warte mal, erstmal, wie kann ich meine Einheiten, wie kann ich die bewegen? Kann ich den, kann ich irgendwo hin, kann ich die bewegen überhaupt? Nee. Waffen verteilen, wer hat denn hier Waffen? Was ist denn das hier überhaupt? Package Survival Meal. Steel Slack Chunk. Okay, wie bewege ich die da? Kann ich irgendwo hin bewegen? Haha, X weg von den Gegenständen zum Aufnehmen. Okay, wenn ich das jetzt das X wegmache, dann nehmen die auf? Hat der Hund das jetzt gegessen? Hat der Hund das jetzt... Nein, der Hund hat es nicht gegessen. Hier haben wir Waffen. Silver. Okay. Alles, wo ein Kreuz ist, ist freigegeben. Was? Mit Maustaste kannst du scrollen. Okay, Killmann. Geht jetzt Killmann dahin? Mit Mausrad kannst du. Okay, was? Zoom mal näher ran. Ach, da ist eine Waffe. Okay, wir nehmen die Waffe erstmal. Wer nimmt die denn jetzt, die Waffe? Wie kann ich es entscheiden? Doppelklick wählt alles Gleiche aus über StarCraft. Okay, nehmt den ganzen Stuff, Leute. Nehmt den Stuff. Nehmt das Zeug, ist wichtig. Hier, Waffen. Aber wer nimmt was? Leute auswählen, dann mit Rechtsklick auf die Leute zum Beispiel. Hä? Okay. Also warte mal, wer war denn hier krass mit dem Gewehr? Wer konnte denn hier krass schießen? Combat. Was geht hier ab? Will ich nicht. Ich mach jetzt mal Pause. Die werden nur indirekt gesteuert, außer du sagst es ihnen direkt. Okay. Also Matteo. Wieder da. So, die Batterien waren alle. Wie lange haben die Batterien jetzt gehalten? Die haben richtig lange gehalten, oder? Die haben jetzt richtig lange gehalten. Okay. Du brauchst einen Timer. Okay, also warte mal. Wenn ich jetzt jemanden hier auswähle, kann ich mit Rechtsklick den irgendwo drauf schicken, oder was? Nee. Kann ich den Weg sehen, wo die hinlaufen? So, wir sind seit 10 Stunden live. 10 Stunden halten die Batterien. Okay, also. Wie fange ich denn jetzt an? Ich soll mir doch irgendwo ein Areal suchen, wo ich meine Base baue, oder? Wäre das hier nicht schon ganz gut? So, ich kann hier so zubauen. Ich weiß nicht, wie man baut, aber das ist doch schon so ganz schön. Oder kann ich irgendwo besser noch hin? Warte mal. Hier dazwischen ist wenig Platz. Was ist denn das hier? Also hier gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt nicht so viele Berge. Unten ist eine Menüleiste. Ganz links ist das Baumenü. Okay, das ist die Menüleiste und ganz links ist das Baumenü. Okay. Vielleicht ist das Tutorial doch nicht so blöd für den Anfang. Ich habe gefragt. Ich habe gesagt, einfach loslegen. Soll ich das Tutorial vorher spielen? Bleib, wo du bist. Okay, fürs Erste. Am besten mit dem Rücken an die Wand.
Ich spiele doch lieber das Tutorial und stelle es vielleicht auch auf Deutsch. Ich glaube, du hast eine ganz andere Vorstellung davon, was du in dem Spiel machen sollst. Ich habe gar keine Vorstellung davon, was ich im Spiel machen soll. Auf Wasser kannst du nicht bauen. Ja, okay, also soll ich Tutorial spielen? Ja, mach das tut. Nee, was ganz anderes. Tutorial. Also soll ich erstmal Tutorial spielen? Kann ich jetzt hier raus und speichern oder was? Menü. Save. Nenn es einfach mal 1. Save. Okay. Ja, das Spiel ist sehr komplex. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, und jetzt quit to Main Menu und jetzt spielen wir mal das Tutorial. Okay. Welcome to RimWorld. This tutorial will teach you how to play the game. The first step is to generate a world to play in. This page configures how your world should be. Okay, das haben wir. Skippen wir einfach mal. Generate. Haben wir schon gemacht. Stell die Sprache auf Deutsch um. Kann ich die Sprache hier noch umstellen? Geht das noch? Optionen. Language. Deutsch. Okay, wir stellen es auf Deutsch. Schließen. Tutorial. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, generieren. Okay. Die meisten spielen es auf Englisch. Okay. Ich nehme jetzt mal hier zufälliger Landeplatz. Ganzjährig. Ja, wir starten einfach mal. Wir wollen einfach mal was lernen. So, das ist okay. Wir nehmen einfach mal welche, die hier krass sind. Hä, warum geht das nicht? Okay. Was soll ich drücken? Jetzt kannst du die Charaktere auswählen. Klicke im linken Bereich, um deine Auswahl aus den vorhandenen Charakteren zu treffen. Wenn du einen Charakter gefunden hast, den du magst, ziehe ihn in den oberen Bereich mit der Beschriftung ausgewählt. Okay. Machen wir mal zufällig hier. Machen wir mal Leute, die... Boah, guck mal hier. Nahkampf, on fire, Social, Tiere, Medizin, Landwirtschaft. Ich lasse das mal einfach. Ich mache mal hier jetzt hier. Den nehmen wir. Den. Und. Wir wollen ja erstmal nur lernen, wie das Spiel geht. Das ist ja nicht unser richtiger Save Point. Wo jemand da kochen kann. Kochen on fire. Kochen hat aber auch hier auch on fire. Medizin. Medizin haben wir auch on fire. Wir brauchen jemanden, der andere Sachen kann. Machen wir einfach so. Let's go. Okay. So, der Krach von sie... Okay, das war, was wir vorhin gelesen hatten. So. Du bist auf deiner Welt gelandet. Versuche, die Kamera zu bewegen. Nutze hierzu WASD oder klicke und ziehe mit der mittleren Maustaste. Versuche es mal. Okay. Okay, super. Du kannst auch rein- und rauszoomen in den Mausrad... Okay. Du kannst das Spiel pausieren, indem du, dass du dich nie beeilen musst. Du kannst immer pausieren und dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Versuche mit Space zu pausieren oder klicke auf das entsprechende Icon, bla. Du kannst das Spiel auch schneller machen. Versuche die Geschwindigkeit mit den Tasten 1, 2 und 3 zu ändern. Okay. Erstelle nun eine Lagerzone, damit die Kolonisten wissen, wo die Gegenstände lagern sollen. Klicke auf Architekt, klicke auf Zone, Gebiet, wähle Lagerzone. Architekt. Zone, Gebiet, Lagerzone. Okay. So, und was machen wir jetzt? 4. Klicke und ziehe ein Rechteck, so wie es auf der Karte angezeigt wird. Ah. Okay, das ist unsere Lagerzone. Okay. Klicke mit der rechten Maustaste, um den Erstellmodus zu beenden. Okay. Und jetzt, damit die Kolonisten die Gegenstände in die Ladezone bringen, musst du die Gegenstände erst einmal erlauben. Klicke auf die Gegenstände, um sie auszuwählen. Klicke auf die verboten Ein-Aus-Schaltfläche. Profi-Tipp. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um alle Gegenstände der gleichen Art in einer Nähe auszuwählen. Okay, das heißt, wir zoomen jetzt hier rein. Doppelklicken, machen das weg.
So, lassen die jetzt laufen. Dann doppelklicken wir das. Lassen es laufen. Doppelklicken das. Messer will ich auch. Ich will alles. Ich will alles, Leute. Ich will alles haben. Los, bringt alles rein. Wir brauchen Medkits. Bringt alles rein. Okay, wo ist unsere Lagerfläche eigentlich? Was heißt denn diese Pfeile? Zum Bauen eignet sich am Anfang Holz, Bäume. Wenn du eine Karte hast ohne Bäume, baue die vorhandenen Mauern ab und nutze die Steine. Facecam ein bisschen runter, please. Achso. Matteo spielt ein Tutorial, Fragezeichen, und Kerbel zieht er ohne durch. Ja. Die Shortcuts stehen auf den Buttons. Die Shortcuts stehen auf den Buttons. Ah, F. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das nehme und F drücke, dann erlaube ich das. Okay, gut. Was haben wir noch? Das erlauben wir, das. So, und die sammeln das Zeug jetzt oder was? Was machen die? Oh, guck mal hier. Hä, schafft ihr das nicht? Guckt ihr das Blümchen an? In diesem Arsch. Gesund. Zufrieden. Alles unbegrenzt. Okay. Und jetzt, damit die Kolonisten die Gegenstände in die Ladezone bringen, musst du die Gegenstände erst einmal erlauben. Klicke auf die Gegenstände, um sie auszuwählen. Klicke auf die verboten ein Ausschaltfläche. Okay, haben wir noch gemacht. Sollen wir noch mehr machen? Was ist denn das hier? Stahl. Okay. Fantastisch. Als nächstes bauen wir einen Raum. Klicke auf Architekt, klicke auf Struktur, wähle Wand. Wähle Holz als Material. Baue eine Wand, so wie es auf der Karte angezeigt wird. Okay, Architekt, Strukturen, Wand. Ne, ich muss erstmal so bauen. Okay. Dann so bauen. Und muss ich keine Tür bauen oder so? Wie kommen die denn da rein, wenn da keine Tür ist? Okay, jetzt baue ich eine Tür, oder was? Okay, jetzt eine Tür. Deine Kolonisten bauen nun den Raum. Jetzt benötigen sie einen Platz zum Schlafen. Platziere hierfür 3 Betten in den Raum. Du findest die Betten in der Kategorie Möbel. Okay, da sind Betten. Machen wir die Betten ein bisschen auseinander und mach dann Räume später, damit die sich nicht abfacken. Machen wir das denn so und so. Lass mal hier direkt Strukturen, Wände, nee. Hallo Wand, warum kann ich eine Wand bauen? Ich kein Holz mehr? Bau eine Fackel innerhalb des Raumes. Kann man denn die Wand machen, die Fackel? Nee. Okay. Okay, wir haben Licht. So, kann ich jetzt Strukturen, Wand, kann ich jetzt Wände bauen? Warum darf ich keine Wände bauen? So, jetzt soll auch dein Haustier bei den Kolonisten schlafen. Baue einen Schlafplatz Tier innerhalb des Raumes. Möbel. Schlafplatz Tier. Oh, direkt neben die Tür. Das ist nämlich ein Wachhund, der schläft. Deine Kolonisten benötigen etwas, um sich zu vergnügen. Oder sie werden mit der Zeit sehr depressiv. Baue draußen in der Nähe deines Raumes einen Hufeisenstab. Vergnügen. Hufeisenstab bauen wir hier hin. So, das Haus wird jetzt gebaut. Deine Kolonisten brauchen etwas Nahrung, also platziere eine Anbauzone, wie es auf der Karte gezeigt wird. Hier werden deine Kolonisten Feldfrüchte anbauen. Ah, da oben. Zone, Gebiet, Anbauzone. Okay. Du kannst entscheiden, welche Pflanzen deine Kolonisten in deiner Anbauzone anbauen sollen. Klicke mit der rechten Maustaste, um den Architektmodus zu beenden. Klicke auf deine Anbauzone, um sie auszuwählen. Klicke, wähle Pflanzen. Also ich gehe raus, dann klicke ich die an. Pflanze Kartoffeln. Habe ich nur Kartoffeln? Ah, nee, hier. Okay, was soll ich anbauen? Und ändere ich auch dazu Reis. Okay, wir nehmen Reis.
Lasse deine Kolonisten die Waffen ausrüsten, um dies zu tun. Wähle einen Kolonisten aus, klicke mit der rechten Maustaste auf die Waffe deiner Wahl, klicke auf Waffe ausrüsten. Ich klicke einen Kolonisten an, dann... Warte. Wähle einen Kolonisten aus, klicke mit der rechten Maustaste auf die Waffe deiner Wahl. Wo sehe ich denn die Waffe meiner Wahl? Kampf? Kartoffel das Beste. Wie kann ich denn die Waffen meiner Wahl auswählen? Machst du bei jedem Kolonisten. Schalte den Kampfmodus ein oder aus. Okay, wo kann ich denn die Waffe? Die Waffe deiner Wahl liegt auf dem Boden. Ach so. Ach so, okay, warte. Wo ist sie denn? Okay, ich nehme den. So, wo ist eine Waffe? Jetzt nehmen wir hier. Okay. Ah. Okay, sie hat jetzt einen Revolver. So, dann haben wir hier sie. Warte mal, können wir auch hier ein Gewehr ausrüsten? Okay. Wo ist denn unser dritter Kolonist? Da unten. Also der kann gar keine Gewalt anwenden. Einige, okay. Der verweigert Gewalt. Wie soll ich denn aber dieses Tutorial abschließen, wenn ich ihm die Waffe nicht geben kann? Verstehe ich nicht. Herrlich zu sehen, wie jemand die ersten Schritte in RimWorld geht. RIP Tutorial. Pistole liegt wieder. So, okay, sie hat jetzt die Pistole. Sie hat einen Karabiner, aber hier, diese Person kann keine Waffe nehmen. Und was jetzt? RIP Tutorial, RIP. Ja, hä? Was machen wir denn jetzt? Der kann nur Nahkampf. RIP Game. Okay. Neustart. Eventuell benutzt sie keine Schusswaffen, aber ein Messer. Ja, habe ich ja schon probiert. Hier, Messer. Kann Plastal, Messer, normal, nicht ausrüsten. Bowen ist unfähig, Gewalt anzuwenden. Okay. Kann ich den Schritt wegdrücken? Kann ihn, glaube ich, nicht wegdrücken. Gib jemanden das Messer und rüste dann nochmal aus. Hä, aber was bringt das denn? Check's nicht. Iron Tony hat gesubbt mit Prime für 13 Monate. Schreibt Matteo, du hast es geschafft, das Tutorial zu verlieren, Kappa. Ja, geil, danke. So, jetzt liegt dir der Revolver. Bone kann den Revolver aber auch nicht auf. Hä? Oder doch? Ja, was mache ich jetzt? Waffe mit anderen anziehen, dann geht es Tutorial vielleicht weiter. Also ich versuche jetzt nochmal hier anzuziehen. Geht der Balken dann weiter? Nein, nein. Wir müssen mit allen drei das machen. Das ist ja, meh. Okay, Neustart. Wir starten neu. Erst tragende Waffe ablegen. Okay. Wie kann man den ablegen? Wie kann man die tragende Waffe ablegen? Fallen lassen. Okay, und jetzt wieder aufnehmen. Ah, aber nee, ich muss trotzdem alle drei. Das geht nicht.
Du könntest dir über den Entwicklermodus einen vierten Kolonisten spawnen. Muss wohl neu starten. Einen Typen mit Cooking 10 brauchst du wohl auch. Oh, really? Okay, müssen neu starten. Hauptmenü. Zurück. Aber... reicht es schon an Tutorials oder könnt ihr mir den Rest nicht irgendwie erklären dann oder so? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Da kommen wahrscheinlich noch 1000 Sachen. Ich bin ja erstmal hier am Anfang. Komme ich nicht raus? Ich will zum Hauptmenü. Bestätigen. Achso. Reicht. Den Pazifisten killen reicht. Also wir können es erklären und muss lesen. Spiel es lieber. Ja, ich glaube, ich mache das Tutorial doch mal lieber. Weil das Ding ist, ich will da nicht so mega lange lesen alles. Also ich kann mir dann schon Tipps geben und so. So, wir nehmen jetzt erstmal keine Pazifisten mit. Nemoriko sagt, ich kann dir das erklären, aber du liest meine Hinweise ja nicht, Kappa. So, also wir nehmen jetzt irgendwas. Ganzjährig will ich. Ganzjährig. Okay, nehmen wir. Savanne. Trockenes Gebiet. Nee, das will ich nicht. Ganzjährig, okay. Warum geht das nicht? Wüste, Sumpf, Tundra. Gemäßigter Wald. Das geht. So. Also, wir brauchen Medizin, Kochen, Construction 8. Oberkörper, Stichnarbe. Rechtes Bein, Kratznarbe. Okay. Aufreiben, stark neurotisch. Okay. Okay, wollen wir den hier nehmen? Mittelalterlicher, was? Mittelalterlicher Junker? Okay. Also der sieht nicht aus wie ein Pazifist. Ich lese nirgendwo Pazifist. Kann aber nicht kochen. Oh, Alter, da ist er mega on fire. Aber nicht bei den Sachen, die wir geil finden. Medizin, Kochen, Construction, Bergbau, Kunst, Nahkampf, Aufreiben, Pessimist, Kannibale. Wow, nein. Medizin, Kochen, Construction, Landwirtschaft, wunderschön. Wow. Flatterhaft. Okay. Optimist. Okay, wir nehmen den hier noch. Nehmen den hier noch. So, und jetzt hier. Medizin und Kochen, Fire, aber Construction 0. Oh, Alter, was ist denn hier los? Was ist das für eine Jackpot-Lady hier? Die hat hier alles krass. Außer Medizin und Kochen, was wichtig ist. Scheiße. Aber Construction, Landwirtschaft, Bergbau, Kunst. Kunst ist mir egal.
Mann, ich will nur das Tutorial spielen. Oh, Alter, was? Stark neurotisch. Ständig nervös. Okay, aber dafür ist schneller. Raufbold. Nahkampf plus 4, Fernkraft minus 4. Nahkampf top. Tiere, Medizin, Kochen, Construction, Landwirtschaft. Okay, let's go. Okay. So, so, wo sind die? Sieht jemand unsere Crew hier unten? So, also, wir machen es erstmal so. Rein, raus zoomen. Okay, Space. Ja. Geschwindigkeit. So, Architekt, Zone, Gebiet, Lagerzone bauen wir. Ah, ich soll die dahin bauen, wo es vorgegeben ist. Okay. So, dann gehen wir hier raus. Dann. F. 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 Irgendwas gibt's hier noch, was ich wegklicken kann. Ja, okay. So, dann. Baue Wände. Das war hier Architekt. Strukturen. Holzwände. Ah, ne, müssen wir so bauen. So. So. So und so. Dann bauen wir eine Tür. Bauen wir mal da oben rein. Dann Betten. Eins, zwei, drei. Ich würde das hier gerne wieder wegbauen. Wie geht das? Abbrechen. Ich abbrechen. Verbieten. Ich kann das Bett wieder abbrechen mit C. Okay, kann ich nicht. Wir bauen eine Fackel im Raum. Dann Schlafplatz für das Tier neben die Tür. Dann Vergnügen. Hufeisenstange. Dann Anbauzone. So, haben wir. Dann in der Anbauzone immer so rechtsklick. Dann klicken wir da drauf. Pflanzen. Wir nehmen, was sollen wir nehmen? Reis, oder? Ja, Reis. Lass deinen Kolonisten die Waffen aus. So, ist Waffen, Waffen. Let's go, Kolonisten. Wir nehmen dich. Nehmen hier die Flinte. Was? Normal. Okay, du nimmst das. So, dann haben wir sie. Und den Revolver. Und hier das Messer. Was mit dem Priorisieren eigentlich? Sieht ihr überhaupt, was im Bildschirm passiert? Keine Ahnung. Speedrun, das Tutorial blockiert. Exzellent. Damit es auch etwas zu essen gibt, musst du noch einen Herd bauen. Bau einen Herd, Feuer in dem Raum. Produktion, Feuer, Herd. Ey, ich muss, Alter, ohne das Tutorial wäre das hier ja gar nicht gegangen, Mann. Das ist ja voll schwierig. Ich werde das auch nicht mehr wiederfinden, Leute. Das ist alles voll schwierig. Das in Klammern zeigt die Qualität der Items an. Okay, so jetzt. Du musst den Kolonisten sagen, was sie kochen sollen. Kochaufgaben werden direkt am Herd erteilt. Sobald eine Aufgabe erstellt wird, kümmern sich die Kolonisten automatisch darum. Warte, bis der Herd gebaut wurde. Klicke auf den Herd, um ihn auszuwählen. Klicke auf Aufgaben. Klicke auf Aufgabe hinzufügen. Wähle Koche einfache Mahlzeit aus. Klicke auf das Plus, um die Anzahl auf 10 zu erhöhen. Okay, muss ich warten, bis der Herd gebaut wurde. Okay, also, das Ding ist, ich werde hier wieder alles vergessen haben, sobald wir das richtige Spiel starten. MBT Cut, vielen Dank. So. Die sammeln hier die ganze Zeit Holz und Stuff. Wo bringen die es eigentlich hin? Die bringen das hier rein. Achso, die bauen hier die Wände. Kann ich Sachen priorisieren irgendwie? Kann ich sagen, mach das hier zuerst? Nee, Kopie bauen will ich nicht. Komme ich nie wieder weg? Okay. So, wo kriegen wir denn jetzt hier anderes Zeug her? Bist ja nicht alleine. Stimmt.
Wenn du bei Charakter schaust, kannst du sehen, wer nur Schusswaffen tragen kann und will und wer nur Messer und so tragen kann. Wenn du bei Charakter schaust, okay, ich guck mal hier und dann Charakter. Aber ich sehe, was ausgerüstet ist. Plastahlmesser, normal 100%. Du kannst die Kolonisten auch direkt steuern. Tipp, Kochstelle brauchst du nicht sofort, solange du noch Rationen hast. Ja, aber fürs Tutorial muss ich die, glaube ich, jetzt bauen. Mensch auswählen, rechtsklick auf das, was du machen willst. Ach so. Ach so, ah. Okay. So, jetzt wird hier die Kochstelle gebaut. Ich habe gerade ein Dach drüber gebaut. Okay. Okay, so, jetzt können wir das hier auswählen. Aufgaben? Nee. Ist noch nicht fertig gebaut, oder? Da fehlt noch Holz. Nee, Aufgaben. Aufgaben hinzufügen. Koche eine Mahlzeit. Und jetzt plus. Kochen 10 Mahlzeiten. Okay, jetzt. Nun kochen deine Kolonisten etwas Essen. Lecker. Als nächstes musst du ein paar Mineralien abbauen. Ich habe etwas Stahl in der Nähe erstellt. Wähle den Abbauen-Befehl und ziehe ihn über den Stahl, um es abzubauen. Also warte mal. Wir nehmen sie jetzt. Wie wähle ich denn den Abbauen-Befehl? Wähle den Abbauen-Befehl und ziehe ihn über... Wo ist denn der Abbauen-Befehl? Hilfe! Wegtragen? Wo ist denn Metall? Stahl. Fehle. Ah, da. Abbauen, okay. Es blinkt, da wo es blinkt. Aber das liegt doch jetzt hier einfach nur rum, oder? Das ist doch schon abgebaut, oder nicht? Ah, hier wird doch der Pfeil wird mir doch hier angezeigt. Wo ist denn das? Ach, da! Ach so, okay. So geht. Okay. Ja, okay. So, dann. Du brauchst außerdem etwas Holz. Wähle ein paar Bäume und Felle zum Fällen aus. Wähle mit Holzhacken 10 Bäume aus. Okay, wir hacken Holz. Und wählen 10 Bäume aus. Du kannst auswählen, was für Arbeit die Kolonisten machen. Öffne den Arbeitreiter am unteren Bildschirmrand. Arbeit. So. Ach du Scheiße. Ich kann denen sagen, was sie machen sollen, was nicht. Zum Beispiel hier mein Erster soll Feuerwehr machen, Patient, Pflege, Bettruhe. Schalten? Was sind Schalten? Umschalter. Schalter betätigen, Schaltmechanismen. Kolonisten mit diesem Beruf gehen zu einem markierten Objekt, zum Beispiel Geschützturm, und aktivieren oder deaktivieren dessen Stromversorgung. Schalter betätigen. Ach du Scheiße! Das ist ja mega komplex! Okay. Du kannst über die Checkbox festlegen, wer welche Arbeit machen soll. Kolonisten erledigen die Aufgabe entsprechend der Vorgabe von links nach rechts. Von links nach rechts, okay. Versuche ein paar Einstellungen zu ändern. Achtung, Kolonisten werden immer ihren Vorgaben entsprechend arbeiten, selbst wenn sie dabei dumme Dinge tun. Einen intelligenten Arbeitsplan auszubauen ist eine Grundvoraussetzung,
um in RimWorld erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund setze deine Einstellung mit Bedacht und überprüfe sie immer mal wieder. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir haben eine Person, die kocht. Aber die hat auch hier Kochen auf Feier. Und lass auch hier die Person auch kochen. Und das hier, Pflege, machen wir, ist Doppelfeier. Okay, wir sollten immer nach Skills ein bisschen machen, oder? Wir sollten es immer nach Skills ein bisschen laufen lassen. Also am besten wäre es, wenn irgendjemand immer... Was ist ein Patient? Okay, na gut. Pflege. Können hier mal auch ein Checkpoint Pflege von mir aus. Also es sollte nie eine Reihe hier nicht geklickt sein scheinbar, weil sonst macht es ja niemand. Und Sachen doppelklicken muss eigentlich auch nicht sein. Wir nehmen also immer da, wo Fire ist und dann müssen wir halt auffüllen. Ja, okay, es wirkt komplex, aber ich glaube, es ist doch nicht so super schwierig, oder? Klick mal oben links auf manuelle Prio, das rote Kreuz. Und jetzt? Ah, ich kann jetzt die Prioritäten selbst reinsetzen. Okay. Good to know. Ja. So. Das ist wie Schach gucken. Absolut spannend. Okay. Um weiterzukommen, musst du neue Technologie erforschen. Baue einen hölzernen, einfachen Labortisch innerhalb des Raumes. Bauen, Produktion, einfacher Labortisch. Können wir den drehen? Mit R rotieren oder so? Nee. Wie dreht man den denn? Kann man den drehen? Hervorragend. Als nächstes musst du auswählen, was erforscht werden soll. Öffne den Forschungsreiter. Okay. Solange du keinen Labortisch gebaut hast, werden deine Kolonisten nicht in der Lage sein, etwas zu erforschen. Trotzdem kannst du dir die Möglichkeit für ein Projekt schon mal ansehen. Okay. Was? Q und E drehen die Sachen. Okay, Q und E. Mit manueller Prio kannst du genauer die Prio einstellen. Wird dann komplexer als ohne. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Leute. Also, was gibt's denn hier alles? Oh oh. Das erste Mal gehen um 5 Uhr morgens. Müssen wir den zweiten Energy Drink trinken? Müssen wir den zweiten Energy Drink trinken, Leute? Ich weiß es nicht. Müssen wir das machen? Ich habe keine Ahnung. Wenn du einen designierten Koch hast, dann setzt du bei dem Kochen auf Prio 1. Am Anfang ist das aber nicht so wichtig. Okay, schmieden noch nicht. Okay, nein. Ja, 1. Dann wird es nur schlimmer um 12 Uhr. Nein. Matteo, Factorio war ein Kinderspiel dagegen. ich bitte dich, Matteo, noch lange nicht. Okay, alles klar, ich trinke keinen Kaffee. Wir können keinen Kaffee aufbrühen hier. Also was gibt's denn hier? Drogen? Warum müssen wir denn Drogen herstellen? Ich will keine Drogen herstellen. Teufelsgarnpilz. Was sind das für Forschungen? Betten. Komplexere Kleidung. Steinhauerei. Recurve-Bogen. Schmieden. Lange Klinge. Was heißt denn diese Zahlen da drunter? Mach mal Jumping Jacks. Nein. Streck den Energy Drink mit Kaffee. Viel Wasser trinken, um lange wach zu bleiben. Stimmt, ich sollte mal Wasser trinken. Ich sollte Wasser trinken. Herstellung vom Muntermacher erforschen. Also ist es die Zeit, die das dauert, oder was? Die Zahlen sind die Kosten. Ah, okay. Was sollte ich hier erforschen? Elektrisches Schmelzverfahren klingt ganz hot. Forschen. Architekt, Zonengebiet. Als nächstes lernst du, wie du das Heimgebiet erweiterst. Kolonisten säubern die Böden und löschen Feuer in diesem Gebiet. Feuer und Dreck außerhalb wird ignoriert.
Das Gebiet wird durch Sachen, die du baust, automatisch erweitert, aber du kannst es auch manuell erweitern. Wähle Heimgebiet erweitern und erweitere das Gebiet. Zone Gebiet, Heimgebiet erweitern. Okay. Achso, ich kann es jetzt so groß ziehen, oder was? Gut. Die Dachzone legt fest, wo Kolonisten ein Dach bauen. Die Zone wird automatisch über geschlossenen Räumen erstellt. Wähle Dach erweitern und lasse ein Vordach vor dem Eingang des Hauses bauen. Okay, Dach erstellen. Wir machen jetzt hier ein Vordach. So. So. Super. Nun hast du eine grundlegende Kolonie am Laufen. Irgendwann werden dich jedoch Gegner angreifen. Es ist Zeit, dich dafür vorzubereiten. Wähle Sandsäcke aus und lass sie an der angezeigten Stelle bauen. Sicherheit. Sandsäcke. So. 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 So und so. Okay, warte, bis alles gebaut wurde. Weise eventuell mehr Kolonisten als Bauarbeiter zu. Du kannst auch die Geschwindigkeit erhöhen. Sobald alles fertig ist, sende ich einen Angreifer, um deine Verteidigung zu testen. Okay, kann ich die aufwecken? Kann ich es irgendwie... Wie kann ich die aufwecken? Heimgebiet besser zu klein als zu groß, da in deinem gesamten Heimgebiet zum Beispiel auch geputzt wird. Deine Nahrungsmittel solltest du in einen Kühlraum bauen, damit das Essen nicht verdirbt. Dazu musst du die Temperatur einstellen für diesen Raum. Eigentlich reicht in der Praxis eine L-Form. Okay, spul einfach vor. Okay, wird gespeichert. Anklicken und Kampfmodus aktivieren. Okay, so, jetzt haben die das gebaut. Jetzt werden die Sandsäcke gebaut. Zack, zack, zack. Geil. Draften und undraften zum Wecken. Anklicken und Kampfmodus aktivieren. Nee, passt. Also okay, so. Und jetzt ist die Frau hier gestorben. Warum steht die Kopf? Lag die da? So, jetzt schicke Kolonisten hier hin. Berühre Sandsäcke für Deckung. Kampfmodus. Also, warte mal. Ich habe einen Angreifer gesendet. So, schau, erst mal Pause. Pausiere das Spiel, indem du auf Space drückst. Lese die rote Nachricht am unteren rechten Bildschirmrand. Überfall. Pirat der Fraktion, Coyote, Göttlichkeit sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Okay, lasse deine Kolonisten ihre Waffen ziehen, wähle sie dazu aus und klicke auf Waffe ziehen. Wo kann ich die Waffe ziehen lassen? Nee, ich will den nicht fallen lassen. Wie kann ich die Waffe ziehen? Schießen erlaubt, Nahkampf. Habe ich das schon? Habe ich das schon gemacht? Hast du schon gemacht bei der? Okay, ach so, das ist also. Okay, dann machen wir hier. Kampfmodus. Wo ist der dritte Kolonist? Da, Kampfmodus. Okay. So, klicke mit der rechten Maustaste in den Sandkasten, nee, Sandsackkasten, um sie dorthin zu schicken. Achte darauf, dass sie die Sandsäcke berühren. Okay. Im Fernkampf ist Deckung vorteilhaft. Im Kampfmodus spielst du wie im RTS. Weniger Chat lesen, dafür mehr Tutorial, das würde schon helfen. Okay, hebe die Pausierung auf. Sobald sie in Deckung sind, warte auf den Angreifer, die Kolonisten schießen automatisch. Okay, ich spule mal. Da unten kommt er schon. Ah, da. Okay,
Okay, ist Krieg. Warte mal, können wir mit der nicht angreifen direkt? Und jetzt? Erfolg. Nun stecke die Waffen wieder ein, indem du denselben Befehl wie zuvor erteilst. Somit können die Kolonisten wieder ihren eigenen Weg gehen. Okay. So, und dann... Okay, was mit dem jetzt? Der ist hier gerippt und liegt hier rum. Ich weiß nicht, wie weit ich rein und rauszoomen muss. So. Jetzt. Dies ist das Ende des Tutorials. Echt jetzt? Es gibt noch immer sehr viel zu lernen, wie zum Beispiel Gefangene, die Jagd, Tiere zähmen und noch viel mehr, aber zumindest die Grundlagen beherrschst du jetzt. In diesem Tutorial werden zufällige Ereignisse ausgeschaltet, um ein echtes Spiel zu starten. Klicke auf Menü am unteren rechten Bildschirmrand, wähle Optionen, klicke auf andere Erzähler-KI, wähle einen Erzähler und eine Schwierigkeit, die dir zusagen. Viel Glück und habe Spaß. Okay. Er verblutet jetzt so langsam. Okay. Hä, der ist ja gar nicht RIP. Guck mal hier, der haut ab. Tötet ihn. Kampfmodus. 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 Warte, du. Kampfmodus. Also, ich kann nicht mehr machen. Du kannst ihn töten oder in einen Raum mit Betten zum Gefangenen legen. Okay, also, wir machen es jetzt mal so zum Hauptmenü. Bestätigen. Dann Spiel laden. 1 hier, das laden wir. So, und jetzt sind wir in unserer Welt. Okay, Leute, jetzt brauche ich Hilfe, ne? Jetzt brauche ich Hilfe. Mit einem Ausrufezeichen im Kopf sind immer ohnmächtig. Okay. Oh. Oh, okay. Mal schauen, was er noch kann. Ich glaube, ich habe alles vergessen. Also stopp. Mach jetzt mal stopp. So. Hier kann ich ein Gebäude bauen. Befehle zum Abbauen. Zone, Gebiet. Anbauzone. Okay. Lagerzone. Ich baue erstmal eine Lagerzone. Das war, glaube ich, das erste im Tutorial. Das hier ist jetzt meine Lagerzone. Dann baue ich ein Haus. Kann ich an mein Lager dran bauen direkt? Ich habe zu wenig Holz dafür. Können wir irgendwie, wie bauen wir denn? Mach genau das gleiche wie eben. Okay, dann bauen wir erstmal hier ein Haus. Ah ne, bauen es so. Soll ich das an mein Lager dran bauen? So, wir bauen erstmal so das Haus. Und dann eine Tür. Das weiß ich noch. Dann Möbel, Betten. Wir bauen 3 Betten. Hier eins, da eins, eins in die Mitte. Dann haben wir einen Schlafplatz für das Tier gebaut. Okay. So. Dann Produktion. Zonengebiet, was gab es denn? Anbauzone. Ich baue mal eine Anbauzone hinter mein Haus. So groß wie das Haus. So. So. Okay. Muss erstmal alles freigeben. Habe ich noch nicht alles freigegeben? Warte mal, wir gehen aus dem Baumodus raus. Wir erlauben das hier mal alles. So, mit F geht das, ne? So, okay. So, dann, bevor es jetzt hier weitergeht, Architekt, Zonengebiete. Was ist denn mit, wenn ich auf Zonengebiete gehe, Lagerzone, Abfallzone, Anbauzone, Heimgebiet erweitern? Das ist mein Heimgebiet, es erweitert sich von selbst. Kann ich das hier noch mit dazu nehmen? So, ich lasse mal hier, lass das hier mal unser Heimgebiet werden.
Das auch von mir aus. So. Okay, dann hier wieder raus. So, die bauen jetzt die Wall. Okay. Dann Befehle. Hier können wir Sachen abbauen. Arbeit. Hier können wir nochmal die Prioritäten festlegen. Guck mal hier zum Beispiel. Skill Pain, der ist übelst der krasse Arzt. Der sollte Arzt sein. Dann, was haben wir noch hier? Jagen. Haben wir zwei, die richtig krass sind. Vielleicht sollten wir Jagen bei beiden reinnehmen. Ja. Hier auch noch mit reinnehmen. Ich habe keine Ahnung. Schmieden hier raus, da rein. Hier raus, da rein. Hier raus, da rein. Okay, das lassen wir mal so. Kochen. Vielleicht sollten wir zwei Leute kochen lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du musst noch deine Nahrungspakete freigeben. Muss ich noch? So, was haben wir denn? Was denn das hier? Wollen wir erstmal die Leute bewaffnen? Brauchen wir erstmal Waffen. So, nehmen wir erstmal Waffen hier. Bäume fällen. Da liegen noch mehr Items auf der Map. Such die erstmal und gib die frei. Okay, wo liegen noch mehr Items? Da, hier unten. Wo sind Items? Wo sind noch Items? Ich sehe keine Items. Wo habe ich Items übersehen? Wie sehe ich denn die? Weiß das jemand? Die habe ich freigegeben alle, oder? Rote Umrandungen in deiner Prio geben, dass diese Ausübung nicht die beste Wahl ist für den Kolonisten. Achso, warte mal. Arbeit. Das ist nicht die beste Wahl für meinen Kolonisten. Warnung. Der Durchschnitt der relevanten Fähigkeiten ist sehr niedrig. Hä, warum? Der ist doch voll krass in Pflege. Aber das ist doch gut. Und warum ist das hier? Warnung, der Durchschnitt der relevanten Fähigkeiten ist sehr niedrig. Ja, weil die Fähigkeit ist noch niedrig, aber die skillen da schneller. Das heißt, wir können die hochskillen lassen, oder nicht? Also der ist, guck mal, der ist Arzt 2 von 20, aber der ist zwar 7 von 20, aber der wird schneller Arzt, weil er Fire 2 hat. Genauso hier, 2 von 20, 2 von 20. Das wäre doppelt so viel, aber der lernt das ja hier schneller. Genauso hier. Die Flammen geben an, wie schnell sie lernen. Genau. Genau. Aber will ich nicht lieber die Leute, die schneller lernen, pushen? Wisst ihr, was ich meine? Weil dann werden die schneller besser. Dann lass beide verarzten. Okay. 7 von... Und, okay, machen wir hier beide. Okay. So, dann... Wir bauen jetzt hier gerade das Ding. So, Architekt, Strukturen. Muss ich Dächer selber bauen eigentlich? Nee, ne? Nicht bei Medizin. Das zählt nicht für Medizin. Was zählt nicht für Medizin? So. Spiel einfach mal so, wie du denkst. Wenn was nicht funktioniert, merkst du es ja. Okay. Dächer kommen automatisch. Okay, also so. Die bauen jetzt hier dieses Haus. Die bauen die Betten. Wie wäre es, wenn wir... Icewall baut hier hinten schon ein Feld an. Das wäre mega nice. Killmann holt hier die Sachen. Sollen wir schon Bäume fällen? Wie fällen wir denn nochmal Bäume? Wir nehmen jemanden, glaube ich. Arbeit? Nee. Architekt? Befehle? Ah, hier. Holz hacken. Wir hacken mal hier vor unserem Haus. Da geht es nicht mehr. Muss holzspendende Pflanzen zugewiesen werden, die ausreichend gewachsen sind. Ah, ach so, die sind noch nicht ganz gewachsen. Okay. Gut.
Ein schlechter Arzt kann dir schon mal den Kopf aus Versehen abschneiden bei einer OP. Okay. Okay. Okay, am Anfang will ich... Okay, das heißt... wir lassen den besten Arzt hier mal operieren. Wir machen den mal weg. Okay. So, also die fangen jetzt an, hier die Kolonie zu bauen. Das ist schon mal nice. So, was haben wir hier? Das hier ist... Kartoffeln. Hier werden Kartoffeln angebaut. Wir bauen mal Kartoffeln an. Ey, da ist ein Eichhörnchen! Das will meine Kartoffeln fressen! Vielleicht. Lager überdachen. Okay, das hier ist mein Lager. Wie überdache ich das denn? Architekt. Strukturen. Abreißen. Tür, Wand. Nee. Böden, Vergnügen, Strom. Oh, Vergnügen. Wir können hier ein Hufeisen vorne hinbauen. Was bauen wir hier so an den Rand? Stört das? Nee, oder? Nee, nach vorne? Ich habe keine Ahnung. Bauen wir das denn hier? So. Größer gewachsene Bäume geben mehr Holz. Eine nachhaltige Forstwirtschaft ist oft sinnvoll. Okay. Dein erstes Ziel sollte sein, Nahrung sicherzustellen. Also selbst anbauen und Elektrizität für den Kühlschrank. Dann jage das Eichhörnchen, gibt sogar Fleisch. Zonen. So bei Zonen. Was? Bei Zonen? So, und dann überdachen oder was? Dach erstellen. Ist das hier, ist das überhaupt mein, ist das überhaupt hier mein richtiges? Ich hoffe. So, okay, jetzt wird hier ein Dach gebaut, geil. So, also ich soll erstmal Essen herstellen. So, wie kann ich einen Kühlschrank bauen? Möbel vielleicht. Ist bei den Möbeln ein Kühlschrank dabei? Ne, Tische, Blumentopf. Gibt es hier Strom, Böden, Raumschiff, Temperatur? Ist da ein Kühlschrank dabei? Heizung, Kühlung, Lüftung. Kann ich auch einen Kühlraum bauen? So, warte. Vorsicht. Links unten. Was ist links unten? Was ist los? Herd. Fackel ins Haus. Oh, stimmt. Struktur. Ne, wo war das denn? Möbel. Fackel. Ich mache erstmal eine Fackel ins Haus. Wir bauen eine Fackel ins Haus. Nein, Kühlschrank musst du einen Raum bauen und eine Stromanlage. Ja, Kühlraum, brauchst aber Strom. Exakt, Kühlraum. Okay, wie bauen wir einen Kühlraum? Also wie kann ich jetzt erstmal Strom generieren? Strom, ah hier. Stromkabel, Schalter, Holzfeuergenerator, Kraftstoffgenerator. Wir bauen erstmal einen Holzfeuergenerator, würde ich sagen. Den bauen wir hier außen ans Haus dran. So. Kühlraum plus Strom into Felsen. Nimm Solar. Was? Ich kann schon Solaranlagen bauen. Der Kühler ist unter dem Raumtemperatur. Kühlung, ja genau, ich baue dann eine Kühlung. Aber das heißt, brechen wir das hier ab? Okay, brechen das ab. Das heißt, wir bauen das jetzt Strom, wir bauen ein Solarpanel, das es macht. Baue Solar, denk an eine Batterie. Okay, direkt Solar oder Wind? Oh, Wind ist aber auch geil. Aber Solar mit Batterie ist, glaube ich, cool. Batterie gibt es hier. Okay, also das heißt, wir bauen eine Solaranlage. Können wir die aufs Dach bauen? Wie können wir die über unsere... Ne, dann kriegen die kein Licht mehr, ne? Wir bauen hier eine Solaranlage. Und wir bauen eine Batterie. Wir bauen vielleicht mehrere Batterien daneben, oder? Müssen die direkt dran? Keine Ahnung. Bau einen Wind und einen Solar. Brauchst halt Strom für. Nicht in den Schatten vom Haus. Was, die werfen Schatten? Also Architekt, Strom, dann bauen wir die Solaranlage ein bisschen outside hier. Ach, da ist ja der Schatten, ich sehe den Schatten.
Wir machen es mal so. Ist es vielleicht zu viel schon? Weiß ich nicht. So, dann bauen wir Batterien. Brauchen wir doppelt so viele Batterien? Batterie auch überdachen. Verstärkt dein Dach mal mit Wänden, sonst kracht das ein. Das kann einkrachen. Okay, wie viele Batterien sollen wir bauen? 4. So, dann bauen wir Strukturwände. Das Dach hat ja hier gebaut, ne? So. Okay, dann. So, wie bauen wir Strukturen? Wo baue ich nochmal das Dach? Das war doch bei Zonengebiete, glaube ich, oder? Dach erstellen. Wir bauen, ich glaube, um unsere Batterien rum bauen wir erstmal Wände. Struktur, Wand. Wir bauen aber nur so 4 Wände. So, das sind einfach nur so Pfosten. Und dann bauen wir da drum Zonengebiet, Dach erstellen. Machen wir so. Ich hoffe, das hält dann auf den Pfosten. Hoffe ich zumindest. So. Dach kann 7 Felder von einer Wand entfernt sein, ohne einzustürzen. Okay. Gut. Wir haben ja schon einen Hund, der hier schläft. Salty, männlich. Labrador, Retriever, gesund. Bau sie direkt nebeneinander, dann sind sie automatisch verbunden. Batterien müssen überdacht sein, sonst gehen sie im Regen kaputt. Brauchst noch einen Herd, stimmt. Okay, warte. Wie können wir die verbinden nochmal? Bei Strom können wir noch hier Stromkabel bauen, oder? Einfach dazwischen. Können wir nicht Stromkabel dazwischen setzen? Können wir das nicht irgendwie verbinden? Ist es jetzt verbunden? Ich habe keine Ahnung. Ist es jetzt verbunden? Ist es jetzt so verbunden? Einfach dazwischen setzen. Reicht schon zwischen einem Solarpanel ein Kabel oder was? Ich glaube, das kann ich löschen, oder? C. Ich glaube, das kann ich auch alles löschen. Das reicht hier scheinbar, oder? Ja, verbunden. Ja, es ist verbunden. Ja, passt. Sobald es fertig gebaut ist, ist es verbunden. Okay. Gut. Okay, so, wir haben hinten unser Feld, was weiterläuft. Ein Kabel reicht. Ja, reicht. Okay, gut. So, dann. Wir wollen ja ein Kühlhaus bauen, ne? Wir wollen ja ein Kühlhaus bauen. Das heißt, wir erstmal Befehle. Holz hacken. Wir hacken diese Dinger hier mal weg. Okay, das wird eh weggemacht. Und dann, wenn wir das fertig haben, bauen wir unser Kühlhaus. Soll ich mal spulen hier? Bau nur einen Generator und eine Batterie. Wie nur einen Generator? Kühlraum in den Felsen, please. Wir müssen den Strom dahin leiten. Hundehütte. Bei den Kühlraum in den Felsen. Okay, weil die Felsen besser isolieren, die Wärme oder was. Also das ist besser. Das heißt, wir bauen hier ein Loch rein. Wo machen wir das denn am besten? Ich habe keine Ahnung. Warte, hier geht es ja schon rein. Wir machen das einfach so. Wie groß muss denn so ein Kühlraum sein? So? Mining dauert aber. Es reicht ein Solarding und eine Batterie. Also das heißt, ich reiße die anderen erstmal ab. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich... Okay, machen wir es erstmal weg. Lass mal effizient bauen. So.
Wie wäre es, wenn wir die Batterie direkt dran bauen und sparen uns auch die Dings, also Strom, Batterie, bauen das direkt dran. Also ein Solarding und eine Batterie reichen. Nicht zu riesig für den Anfang. Okay, ich baue erstmal eine Batterie dran, wir können das später erweitern. So, dann können wir diese Befehle hier abbrechen. Und wie gefällt ihm RimWorld bisher? Also ich muss sagen, es macht schon Spaß. Also ich glaube, das werde ich nicht nur im Stream, also jetzt bei dem 25-Stunden-Stream spielen, sondern, also bisher ist schon cool. Ich habe noch keinen Plan. Ich bin überfordert, das stimmt. Aber es ist schon geil. Es macht halt schon Bock. So, mal sehen. So, also was haben wir denn noch hier? Ich check noch nicht ganz genau, was ich mache. Aber das ist schon ganz cool. So, also was ist denn hier, wenn wir die Leute anklicken? Wir müssen auch erstmal hier ein Herd und sowas bauen. Architekt. Möbel, war das bei Möbeln? Nee, Strukturen? Nee. Produktion, bei Produktion war das, oder? Wo ist hier ein Herd? Wo ist hier ein Herd? Nähmaschine, Steinmetz, Herd. Elektrisch, Herd. Wir können einen elektrischen Herd bauen, wo wir eh schon Strom haben, oder? Macht dich halt auf viele Fails gefasst. Okay, wir machen es so, wir bauen hier einen Herd hin. Lassen den bauen. So. Wie lief der FTL-Run? Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Mit einem ganz komischen Schiff-Setup. Ja, direkt elektrisch. Bau nicht zu viel auf einmal, priorisiere. Okay. Also Prio sollte sein, keine Ahnung, den macht ihr hier Prio. Okay, wie kann ich den Sachen priorisieren? Also wenn ich das hier, wenn ich das hier jetzt auswähle, kann ich jetzt sie zum Beispiel Solarpanel schon mal bauen lassen, oder? Wie geht das? Wie klicke ich denn hier drauf? So, erstmal Solarpanel bauen. Wir brauchen erstmal Strom, glaube ich. Eigentlich brauchen wir auch Essen. Wo sehe ich denn meine Rohstoffe? Hier oben, habe ich noch nie hingeguckt. Also, was ist das? Silber, Medizin, Bauteile, Stahl, Holz, Überlebensrationen. Eine Qualitätsmahlzeit in gepresster Form. Diese Mahlzeit soll im Notfall das Überleben sicherstellen. Also, jetzt wird hier die Solaranlage gebaut und da die Batterie. Wir brauchen dann als nächstes... Was? Nicht warum ist es nicht priorisiert? Ist kein Bauarbeiter. Oh. Warum ist er abtrünniger? Was heißt, was steht da? Warum ist es abtrünnig? Von innen? Was? Was heißt von innen? Elektrischer Herd. Arbeit schneller. Solange du keine Nahrung für den Kühlschrank hast, ist Strom noch nicht so wichtig. Finde ich erstmal zurecht. Ja, aber wir wollen ja Strom generieren für unseren elektrischen Herd. Du kannst Stromkabel über Wände bauen. Mantle wird nichts mehr anderes spielen. Hey, nee. Ich werde auch andere Sachen spielen. Aber erstmal habe ich hier Bock dran. Das macht Spaß. Kannst Stromkabel über Wände bauen. Das heißt, wir gehen jetzt die Architekten, gehen ja auf Strom... Stromkabel und wir legen ein Stromkabel von der Batterie zum Herd. Laufen die unterirdisch? Ich habe keine Ahnung. Okay, so wir haben den Herd, haben wir jetzt, glaube ich, gestromt. So. Du hast im Moment eh noch keine Nahrung, keine rohe Nahrung zum Kochen. Aber habe ich nicht bald Kartoffeln? Bau dann auch jedem einen eigenen Raum. Okay, wir bauen jedem einen eigenen Raum. Oh fuck. Tür. Können wir die Fackel verschieben? Abreißen.
Und dann bauen wir eine neue Fackel. Struktur, war es bei Struktur? Nee, Möbel, ne? Bei Möbel war eine Fackel. Bauen wir hier hin. Brauchen die auch alle in ihrem Raum eine Fackel? Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. So. So. Was? Was wird hier geschrieben? Klick mal auf die Kartoffelpflanze. Klick mal die Kartoffelpflanze an. So, 15% gewachsen. Wachstumsrate 100%. Kartoffeln. Gute Kartoffeln. Das ist sehr, sehr gut. Bau gleich eine Lampe, lass die Fackeln bleiben. Ach so, gehen die Fackeln aus nach einer Zeit? So, eine Lampe bauen. Möbel, gibt es hier Lampen? Ach da, mal Stehlampe. Künstliche Sonne, was macht die denn? Beleuchtet eine Fläche so stark, dass Pflanzen wachsen können, benötigt sehr viel Strom, schaltet sich bei Nacht automatisch aus. Hä? Warum schaltet sie sich bei Nacht aus? Wenn die gerade bei Nacht laufen würde, wäre es auch richtig geil. Ist so eine Lampe. Ach, guck mal hier, da ist Strom. Lass mal hier eine Lampe hinbauen. Lass das mal wegmachen. Lass das wegmachen. Das wegmachen. Das wegmachen. Okay, hier wird schon gebaut. So, brauchen wir noch mehr Lampen oder brauchen wir da in so einem Raum nur so eine? Fackeln brauchen regelmäßig Holz. Sie geben auch Wärme ab, im Winter sehr praktisch. Künstliche Sonne ist für Indoor-Anbau. Rechts unten kannst du auch vorspulen, wenn es viel zu bauen gibt zum Beispiel. Ich lasse hier erstmal so normal bauen, damit ich hier so ein bisschen den Überblick bekomme. Sollen wir unser Lager vielleicht bald mal erweitern? Aber kann ich auch... Also, mal ganz kurz. Wo geht denn das hier? Befehle. Holz hacken. Ich will diese Bäume hier weg haben. So, die machen wir auch weg. So, hier wird unser Eisding gebaut. Frisst dieser Hase... Wieder meine Karotten, meine Kartoffeln. Pflanzen haben Ruhezeiten, sind halt auch nur Menschen, die ihren Schlaf brauchen. Genau, Vorspulen würde ich am Anfang weglassen. Okay, also, unsere Kolonie wächst. Wie können wir uns denn vermehren? Wenn ich es richtig sehe, haben wir nur Frauen, oder? Wir brauchen einen Mann. Haben wir irgendwie so ein Labor, wo wir Menschen züchten können oder so? Die Nachrichten rechts immer lesen. Oh. Skillpain, Höhlenkind, wurde gerade inspiriert. Sie wird die nächsten 24 Stunden 2,5 mal schneller arbeiten. Geil. Okay, Wetter ist klar. Was hier? Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ein Kolonist ist als Jäger eingeteilt, hat aber keine Fernkampfwaffe. Er wird nicht jagen, bis er eine Fernkampfwaffe bekommt. Zum Hinspringen klicken. Okay, also Icewall hat keine Waffe. Liegt hier eine Waffe? Man muss also einen Mann fangen und einsperren, okay. Noch einen Boden in dein Haus. Okay, yo Black Swarm, wir spielen RimWorld. So, Strukturen, Möbel, wo gibt's denn hier Boden? Bestimmt bei Zonengebiete, oder? Wenn man da Dächer bauen kann, kann man bestimmt auch Boden bauen, oder? Nee. Wie baut man denn Boden hier rein? Arbeitsgebiet erweitern? Nee, ne? Du kannst ein Gefängnis bauen, Angreifer gefangen nehmen und sie dann rekrutieren. Für den Kühlschrank noch einen zweiten Gang für die Kühlung meinen. Unter Böden. Oh, wir haben richtige Böden? Wow. Boden glätten, Boden entfernen. Nee. Ich will den Boden nicht entfernen. Ach da, hier, Beton. Ach so, ups. Holzboden? Wir bauen mal Holzboden. Okay. Boden gibt's bei Böden.
Oder von Händlern Sklaven kaufen. Es gibt Händler, Sexsklaven. Oh, shit. Aber warum haben wir drei Frauen? Also drei Frauen ist gut, wir brauchen aber einen Mann. Wir brauchen einen Mann. Wie kriegen wir einen Mann hier dazu? Wo kriegen wir einen Mann her? Glätten nur in Höhlen. Kannst du deinen Kühlschrank ausprobieren? Ach so. Ach so, hier geht glätten. Okay, Boden glätten. Machen wir da als nächstes. So, und hier, ich sollte eine Einbuchtung bauen für das Kühlding, oder was? Also soll ich so einen Gang bauen, oder was? Ich check's nicht. Für den Kühlschrank noch einen zweiten Gang für die Kühlung meinen. Das heißt, also warum denn für die Kühlung? Also, warte mal, wie sieht denn die Kühlung aus? Temperatur, Kühlung, wie groß ist die? Ah, so. Okay, das heißt, ich muss dann so ein, wie drehe ich das? Hier, so. Wie weit muss dieser Gang sein? Okay, also wie machen wir das? Also wir gehen hier auf Arbeit, nee, wir gehen auf Architekt, wir gehen auf Befehle, wir gehen auf meinen, abbauen. Und dann bauen wir, keine Ahnung, wie bauen wir das denn? Wir wollen das dann hier erweitern, wir wollen das Kühllager nach da erweitern können und nach da. Das heißt, wir machen hier dann so ein Loch rein oder was? Nein, einen Ausgang für die warme Abluft. Ach echt? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Warte mal, dann machen wir das mal weg. Obwohl. Warum kann ich es nicht abwählen? Shit. Den Eingang 2 breit machen. Okay, also nochmal. Befehle. Abbauen. Wir machen den Eingang 2 breit. Und wir machen einen Ablufttunnel. Ich habe keine Ahnung, wo der lang gehen soll. So? So? Rechts unten sieht man auch die Temperatur. Deine Maus ist der Sensor. Rechts unten. Wo? Was, kann ich einfach so klicken oder was? Nee, hä, wo sehe ich die Temperatur? Du brauchst keinen Tunnel mehr. Nein, keinen Tunnel mehr. Hä, was? Geh also weg. Warum kann ich jetzt nicht mehr klicken eigentlich? Okay, wie kann ich das hier... Wo kann ich das wegmachen? So, dass er dann einbreit ist mit Kühler. Ach so, kein Gang oder Tunnel. Also das heißt, ich baue dann bei Temperatur den Kühler... dann später so hier hin, oder was? Also andersrum, so, dass da das Kalte ist und da das Warme. Gehe auf Befehle und dort Cancel. Okay, wir gehen auf Befehle. Dann abbrechen. Ah, geil. Geil. Okay. Geil, Mann. Okay, dieses Spiel, das ist ja voll abgefahren. Okay. Also wir bauen Kartoffeln an. Wir bauen eine Solaranlage, die noch dauert. Dann haben wir Strom. Hä, wir haben ja schon Strom. Ist das Solarding schon fertig? Scheinbar schon. Verbleibende Arbeit 42, nee, ist noch nicht fertig. Aber die Batterie, ist die fertig? Batterie 100 von 100 gespeichert. 0. Effizienz 50%, Leistung verbunden gespeichert. Hä, wie leuchtet diese Lampe? Ne, die leuchtet gar nicht. Die Fackel macht hier Licht. Okay. Nee, hast keinen Strom. Das Zeichen heißt, es braucht Strom. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt mal fertig bauen. Ich spule mal. Soll mal aufwachen? Aufwachen! Leute, ihr müsst arbeiten! Das Ding schläft ja hier. Das Eichhörnchen schläft auch. Lol. Okay, die wachen auf. Wacht auf. Wacht auf, please. Nice. Okay, so. Okay, ein neuer Tag ist angebrochen. Wir haben viel zu tun, Leute. Wir haben hier viel zu tun. Ihr müsst hier viel abbauen. Können wir die Priorität hier hochsetzen? Skill Pain, kannst du vielleicht hier... Ah, konstruktionsfähig zu niedrig. Hier. Oh, fuck. Sind die alle zu niedrig?
Ah, die Konstruktionsfähigkeiten sind zu niedrig, um das hier zu bauen. Das heißt, wir müssen erstmal Konstruktionsskillen. Wo sehe ich meine Skills nochmal? War das bei hier? Construction. Wen haben wir denn hier? Konstruktion. Wo ist die Konstruktion? Sehe ich die Konstruktion? Bauen wahrscheinlich die Konstruktion, oder? So, wer ist denn hier hot? 1, 2 von 20, 4 von 20. Wir brauchen zwei Leute, die bauen, damit die mal skillen. Die beiden hier mit dem Feuer. Oh, baue andere Stromerzeuger. Klick auf Skillpad, dann auf Charakter. Ich habe es hier gesehen. Also hier, die beiden, die leveln hoffentlich jetzt in der Zeit. Ah ne, hier mit bei Bauen leveln die hoffentlich. Und vielleicht machen wir das hier mal weg. Müssen nicht so viele jagen. Sie müssen noch andere Sachen bauen, damit sie schneller Konstruktion hochkriegen. Ja, okay, aber was baue ich jetzt? Mit Punkt und Komma kannst du deine Kolonisten durchswitchen. Okay. Klick auf Skillpaint, dann auf Charakter. Also Skillpaint, Charakter und dann sehen wir die Skills. So, der hat Konstruktion auf 4. Solaranlage braucht Level 5 zum Bauen. Wir haben bei ihm 4. Das heißt, wenn wir Skillpain jetzt bauen lassen, irgendwas. Der baut ja auch gerade. Der levelt doch gerade, oder nicht? Skillpain baut doch hier gerade wie ein Wilder. Und hier, bam, bam, bam. Schnell, bau, bau, bau. Baut hier gerade Sachen. Ingame-Mucke bitte lauter. So. Windkraftwerk bauen dann. Okay, alles klar. Also Architekt, Strom, Windturbine bauen. Okay, Alter, was ist das denn? Warum ist es so groß? Warum ist der warum ist der Bereich so groß? Weil da vorne dahinter Wind laufen muss, oder wie? So, dann machen wir es so, wir nehmen Skillpain und er soll die Windturbine bauen. Let's go. Let's go, Skillpain! Nein! Achso, er holt jetzt erstmal Materialien, oder was? Nächstes Mal, wenn Mantle das Spiel einigermaßen kapiert, dann bitte mit der Hardcore-SK-Mod. Ich will erstmal das Spiel so meistern. Im Skill-Tool von dem Skill siehst du den Fortschritt. Ne, im Tooltip von dem Skill siehst du den Fortschritt. Okay, also wir gehen auf Skillpain Charakter. So, Stufe 4. Fortschritt zur nächsten Stufe 2428 von 5000. Ehrgeiz, interessiert, lernen mal 100%. Der lernt auch noch schnell. Geil, aber der baut gerade nichts, oder? Skillpain, das ist dein Job. Vor und hinter der Turbine darf nichts stehen, auch keine Bäume. Das heißt, dieser Baum hier muss weg. Killmann. Dein Job ist es, diesen Baum hier wegzuhacken. Macht Killmann das jetzt? Warte, ich muss ihn auswählen. Ist kein Forstwirt. Okay. Dann Icewall. Schneide die Eiche, please. Gucken wir mal Skillpain nochmal an. Charakter. Konstruktion. 2476 schon. Okay. So, wir haben noch relativ. Wir haben auf Some Challenge auf Cassandra eingestellt. So, den Baum fällen wir. So, der ist weg. Geil, das ging ja voll schnell. Sollen wir unser Lager erweitern eigentlich? Wie geht denn das hier nochmal? Zonengebiete, Lagerzone. Erweitern mal die Lagerzone, damit da mehr gelagert werden kann. Dann überdachen wir das auch. Und wir überdachen so. Und wir bauen Struktur, da eine Wand hin. Aber so Stützpfeiler einfach. Ja, das habe ich nicht so richtig gut gebaut, glaube ich. Weiß nicht.
Du hast auch was? Du hast nun eine zweite Lagerzone erstellt. Oh, was? Was steht da? Skillpale, Höhlenkind wurde gerade inspiriert. Sie wird die nächsten 24 Stunden zusammen schneller bauen, okay. Icewall und Skillpale haben sich gefunden und sind jetzt Geliebte. Oh, fuck. Matteo, achte bitte auf die Meldung rechts. Sie werden noch wichtig. Okay, also wenn ich die klicke. Okay. Neuer Liebhaber. Okay. Stromkabel verlegen. Erst Wand, dann Dach bauen, Matteo. Ach so. So, warte, dann Strukturen. Strukturen. Ne, Zonengebiete. Dach. Oh, hier ist auch schon Dach. Passt doch. Passt doch. Du kannst bestimmen, wann deine Leute schlafen, arbeiten oder Spaß haben. Unten bei Beschränkungen am besten erstmal tagsüber schuften lassen, damit du vorankommst. Bei Beschränkungen. Ah, okay. Also das Dunkle ist Schlafen, Arbeit ist hier alles Freizeit. Okay, ich lasse es erstmal einfach so. So, Skillpen und Killmann arbeiten beide hier in dem Minenbergwerk. Dach auf Kopf tut sehr weh, Matteo. So, hier ist die Turbine. Wir verbinden die Turbine erstmal über Strom mit der Batterie. Oder sollen wir hier eine eigene... Wir machen das mal so. Ist schon verbunden hier. Okay, so. Das ist verbunden. So, gehen uns nicht langsam die Essensrationen aus? Was mit diesen Kartoffeln hier? 23% gewachsen, Wachstumsrate 100. Brauchen wir nicht mehr Essen? Tür und Kühlung für den Kühlraum. C. Okay, Temperatur, Kühlung. Bauen die so. Muss es reinragen oder reicht es so? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Beim Herd Aufgaben zuweisen. Okay, warte, ich baue das mal so. So, dann eine Tür. Ganz kurz. Struktur. Tür. Kann ich nicht rotieren? Bauen wir so. So, dann Herd. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Koche eine Mahlzeit. So, kann man Plus machen. Wir machen erstmal 5. Okay. Keine Ahnung, wer das dann machen wird. Der Raum muss geschlossen sein, sonst heizt nur die Außenwelt. Okay. Du kannst auch Tiere jagen lassen oder Pflanzen sammeln. Tiere jagen und Schlachttisch bauen. Oh, ein Schlachttisch? Reis geht ziemlich schnell. Reicht auch so eigentlich. Okay. So, also ich muss mal so langsam rausfinden. Ein Kolonist ist untätig. What the fuck? Hallo? Icewall? Kann man... Was ist denn das hier? Granitbrocken. Bringt das was, die abzubauen? Weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht noch ein Feld mit Essen anlegen? Ich glaube, man kann nie genug Essen haben. Thank you.